Guten Abend, ich bin bloß ein Mensch. Ich sprech für niemanden, nur mich selbst. Ich hab mich weltweit in die Sendestation gehackt. Und diese Botschaft send ich so raus in die große Welt. Und ich muss mich beeilen, noch bevor man mir den Ton abstellt. Dafür gibt es bloß ein Jetzt, nie ein Später. Was, wenn mich mein Kind mal fragt, warum ich es nicht gesehen hab? Aber Papa, das sagt sogar dein Geschichtelehrer. In deiner Zeit begingen Menschen ein paar Riesenfehler. Doch dann will ich mich nicht in Ausreden flüchten. Und das ist der Grund, warum wir endlich aufstehen müssen, dem ins Auge sehen müssen. Es rettet uns kein großer Held. Die Helden sind wir selbst, die Revolution ist jetzt. Peace! Dafür red ich, dafür steh ich. Peace! Keine Forderung, das lebe ich. Peace, denn egal was kommt, ich zieh ganz bestimmt nicht in den Krieg, weil ich nie auf meine Brüder oder Schwestern zieh. Kommt schon und schreit alle mit mir gemeinsam. Peace, peace. Kommt schon alle und schreit noch mal bisschen lauter. Peace, peace. Während Tausende da draußen kämpfen, um ihren Willen auszusprechen, hört man aus TV-Palästen. Nichts, denn sie sind sau beschäftigt, ganz laut die Menschen gegeneinander aufzuhetzen, neue Feindbilder aufzusetzen. Kriegerische Hetze, diese installierten Presse. Journalisten helfen ihren Klienten, Krisen anzuzetteln. Die Berichterstattung schwächelt, Geschichte wird vergessen. Wir sind nicht bereit, für eure Kriege Kinder herzuschenken. Wir sind Menschen. Wir sind Schwestern und Brüder, und wo Hass uns hinbringen kann, das kennen wir von früher. Gerade wir, gerade hier, wollen nicht, dass das passiert. Und für diese Meinung werden Aktivisten attackiert. Was? Man liest, dass diese Schmierfinke schmieren und sie zielen auf das Wir, das friedlich agiert. Werden diffamiert, pauschalisiert und diskreditiert. Sie nennen freie Meinung Shitstorm. Der Shitstorm seid ihr. Peace! Dafür reden, dafür stehen wir. Peace! Keine Forderung, das leben wir. Peace! Denn egal was kommt, wir ziehen ganz bestimmt nicht in den Krieg, weil wir nie auf unsere Brüder oder Schwestern ziehen. Kommt schon und schreit so laut das Parlament uns hört. Peace! Peace! Schreit so laut, dass ganz Wien uns hört. Peace! Peace! Und Friede ist nicht rechts, Friede ist nicht links. Friede ist die Stimme in deinem Herzen, in dir drin. Friede ist der Weg, Friede ist der Sinn, Kriege kann man nur verlieren und Frieden nur gewinnen. Peace! Und jetzt läuft die Propagandamaschine, wenn Bataillons marschieren sich an der Front, die Panzer formieren mit Massenpsychologie aus ihren Gedankenfabriken, wo sie an manipulativen Taktiken schmieden. Sie zielen auf unser Denken, unterschwellig, unumgänglich, um zu lenken, was wir von dem Russen denken. Was für ein Quatsch, Mann, das sind 140 Millionen Leute, genau so wie ich, mit denen ich mehr gemeinsam hab als jenen in der Politik. Keiner will Krieg! Außer Banken, die dann beiden Seiten Scheine leihen, um die Schulden plus Zinsen einzutreiben, und Rüstungsindustrien, die an Schüssen gut verdienen. Es zählen nicht Mütter, die laut schrien, sie sind süchtig nach Profit. Und nein, es hat nichts zu tun mit irgendeiner Religion, Nationalität, einem dunklen oder hellen Ton. Jeder, der das denkt, ist wohl, wir sitzen im selben Boot. Viva la Revolution! Hebt eure Hände hoch! Peace! Dafür reden, dafür stehen wir! Peace!